Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Ich bin heute beim Marc Biadasch und werde heute über das Thema Inklusion und Ausarbeiten reden. Und ja, hallo Marc. Hallo Gerard, wie geht's dir? Gut, ja. Mir geht's heute sehr gut. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil... Ich auch. das Thema ja mich schon interessiert und... Ich lebe das Thema ja auch und stell dich doch einfach mal vor für meine Abonnenten, die würde ich nun nicht kennen. Genau, ich sag mal kurz was zu mir. Also der Gerard besucht mich heute hier in meinem Bürgerbüro. Was ist ein Bürgerbüro? Ich bin der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete hier für den Landkreis Böblingen, wo ja der Gerard wohnt und wo auch ich wohne, also beide ja in Böblingen. Da haben wir uns auch kennengelernt, eher durch Zufall, durch die Businesswochen, aber durch ein tolles Café, wo wir immer gerne hingehen, im Café Kaktus. Und ich finde es total erstens gut, dass der Gerard sich nicht versteckt, sondern sagt, so bin ich. Ja, ich habe ein paar Handicaps, so wie ich übrigens auch ein paar Handicaps hat. Jeder Mensch hat Handicaps und jeder Mensch hat Einschränkungen. Und der Gerard hat jetzt sichtbare Einschränkungen. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass wir uns irgendwie anders begegnen sollten, weil du bist genau so ein Mensch, wie ich ein Mensch bin. Und deswegen ist es wichtig, weil du willst mir ja heute was mitgeben, Gerard. Ja. Vor allem, was ja auch mit dem Thema Arbeiten zu tun hat. Vielleicht noch ganz kurz, ich bin in der CDU und ich bin Arbeitsmarktpolitiker und auch Sozialpolitiker. Deswegen passt das jetzt heute auch so gut. Aber jetzt sag mal du, Gerard, was willst du mir mitgeben, gerade für das Thema Arbeiten und Handicap? Also ich habe mir gedacht, heute habe ich ja das Thema Inklusion und Ausarbeiten. Ich möchte, dass die Mitmenschen mehr Offenheit entwickeln, mal was auszuprobieren für uns behinderte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen, weil es mir einfach wichtig ist, dass jeder behinderte Mensch oder der im Rollstuhl sitzt, einen guten Arbeitsplatz hat, weil jeder einzelne von uns hat Fähigkeiten und die muss man auch ausbauen. Weil mir werden immer irgendwie ausgegrenzt, in die Schublade gesteckt und immer gescannt und dann wird nicht geguckt, was hat denn da für Fähigkeiten, sondern er wird gleich in die Schublade gesteckt. Ja? Also so geht es mir immer. Und ich möchte halt einfach das Ziel erreichen, auch mit dir vielleicht, dass wir uns irgendwo mal treffen und auch mit der GWB zum Beispiel, dass wir gemeinschaftlich ein Ziel haben, dass jeder Einzelne oder jeder Rollstuhlfahrer einen guten Arbeitsplatz bekommt, das ist mein Ziel, auch für die anderen. Ich denke da nicht nur an mich, weil ich den anderen auch wichtig und die anderen auch wichtig und ich finde das richtig beknackt, muss ich sagen, dass die Leute uns so immer ein bisschen in die Schublade stecken und meinen immer, da kann er eh nichts, aber wir können was. Wir können sogar sehr viel. Ja? Ich schneide zum Beispiel in meinem YouTube-Kanal meine Videos selber und setze mich hin und mache die Nacht zum Tag. Ja? Und arbeite da fleißig dran, dass es da sich mit Inklusion einfach was verbessert. Und ich möchte, dass in der GWB auch einfach mehr Inklusion stattfindet, also dass wir mehr eingezogen werden und mehr Arbeitsplätze gibt, weil die da oben, die wo da arbeiten, die ganz oben, die denken immer bloß ans Geld, nicht an uns, oder weil jeder hat da sein Denken und ja, die können eh nichts, aber ich sage immer zu denen, wir können das und es ist mir auch sehr wichtig, dass das funktioniert und dass wir die Leute einfach überzeugen in der GWB, einfach mal was
zu bekommen, dass wir mehr Arbeitsplätze bekommen und auch Computerarbeitsplätze und dass die Arbeit machen können, was uns auch interessiert. Ja? Mhm. Weil ich hab Fähigkeiten, ne? Die muss man nur ausbauen und ich finde es einfach richtig doof, dass die Leute uns immer irgendwie ein Stück ausgrenzen, weil jeder, der da arbeitet, auch die Nichtbehinderten, ja, die wo da ganz oben sitzen, die haben auch Einschränkungen. Ja? Genau, und das sagst du ja ganz richtig, Gerard, jeder Mensch hat Einschränkungen. Und ich glaube, und das ist ja das Thema Inklusion, du hast es ja gerade eben angesprochen, ich glaube, es ist schon viel getan, es hat sich schon viel auch bewegt. Ich glaube, wenn man vor 20 Jahren das Gespräch geführt hätte, wir zwei, dann hätten wir noch ganz andere Probleme gehabt. Aber ich bin schon bei dir. Ich glaube, es ist ja auch der Mut der Arbeitgeber zu sagen, Mensch, der Gerard, der hat eine Fähigkeit, die muss man vielleicht auch noch austesten. Ja, du hast ja selber gesagt, du willst auch dich selber austesten. Ja, was kannst du, was willst du? Ja, ja. Also auf mich bezogen, ich habe das Ziel, ja ein Praktikum zu bringen, ja, und dass ich mich da austesten kann. Und ich habe mit meinem Chef auch schon diskutiert und da ist auch voll bei mir und er würde mich auch unterstützen, die beiden. Aber es sind eben Grenzen gesetzt, deswegen habe ich auch meine Zielsetzung, dass wir beide nochmal einen Termin ausmachen, wo wir das dann gemeinsam machen. Einfach gemeinsam hingehen und sagen, das ist Gerard, der wird dir einen Praktikum bei Ihnen machen und das wird die Leute einfach überzeugen von mir. Weil ich denke immer, wenn du die Leute persönlich siehst und dass die mich auch sehen können und sich einen Eindruck verschaffen können, ist es immer besser, wie eine E-Mail schreiben. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch, was wir grundsätzlich auch in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, wir müssen den Menschen, egal mit oder ohne Handicap, auch was zutrauen. Und nicht zu sagen, nur weil man glaubt, der könnte das nicht. Das ist ja, weißt du, wie in der Politik auch. In der Politik musst du Vertrauen haben. Ja, ohne Vertrauen funktioniert Politik nicht. Ja, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Also dann lass uns diesen Weg auch mal gehen. Ja. Ob er erfolgreich ist, Gerard, weiß ich nicht. Ja, genau. Aber ich glaube, wichtig ist auch, und das, was mir ja so gefällt bei dir, du bist ein Kämpfer. Ja? Du bist schon alleine ein Kämpfer aufgrund deines Schicksals. Ja? Musst du kämpfen. Ja. Denn dir bleibt gar nichts anderes übrig. Das ist eine hohe Bewunderung übrigens. Also ich weiß nicht, ob ich das so könnte, wenn ich dein Schicksal hätte. Deswegen erstmal Respekt. Und jetzt aber mal weg, weil für das Schicksal kann man nicht. Ja. Das ist halt so, wie es ist. Ich kann auch nichts dafür, dass mir die Haare rausfallen. Ja. Du hast viel schönere Haare als ich. Ja. Nein, aber das ist ja ist egal, weil ja, die Haare sind so, sind einfach egal. Ja. Und ich glaube einfach, wir sollten einfach uns mehr, immer mehr auch als ein Mensch begegnen, der etwas leisten will. Und wenn jemand was leisten will, muss man ihm die Möglichkeit geben. Ja. Ich glaube, das ist ja dein Punkt. Du willst was leisten mit den Fähigkeiten, aber auch mit dem Handicap, wo du hast. Und deswegen lass uns doch mal probieren, erstens den Menschen da draußen in deinem YouTube-Kanal zu sagen, wenn ihr jemanden kennt, Gerard, Punkt, 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 es gibt viele Gerards, ja? Ja. Du hast sicherlich auch in deiner Community ja auch mehrere Menschen, die das gleiche Schicksal haben wie du, das gleiche Handicap. Jeder von euch sollte sich einfach auch versuchen, jetzt nicht zu helfen, um nur zu helfen, sondern vielleicht hat man wirklich eine Möglichkeit mit einem Praktikum und lass uns das mal angehen jetzt, ob wir da vielleicht was finden. Aber du musst natürlich auch weiterhin für dich herausfinden, was ist deine Fähigkeit, wo du sagst, das willst du die nächsten 10 oder 20 Jahre auch machen. Das ist deine Aufgabe. Ja. Die kann dir keiner abnehmen. Ja. Aber ich möchte mir das erstmal, erst geht es ja um das Gespräch und ich möchte einfach mal dahin kommen. Genau. Und dann kann man ja gucken, was kann ich, was kann ich leisten. Ja, und dann bringe ich mich auch mit ein, ja. Und durch Workshops oder so kann man ja auch viel lernen und... Ja, das hast du ja gemacht bei dem Business Forum. Ja. Und der Herr Siegler war ja auch schon bei dir, der unterstützt mich auch fleißig, da hat sich jetzt auch eine Freundschaft über die Jahre entwickelt.
Und er sagt heute, dass er sehr stolz auf mich ist und ja, das schätze ich schon auch bei ihm. Und das war ja auch ein Prozess, dass du dort bei den Businesswochen ja auch aufgetreten bist. Ja. Hättest du das hier vor 10 Jahren gedacht, dass du das mal machen würdest? Nee, also vor 10 Jahren habe ich gedacht, nee. Eben. Also auch das ist ja ein riesen Entwicklungsschritt bei dir, ja? Trotz Handicap, ja? Trotz Handicap hast du gesagt, wow, ich mach bei den Businesswochen eine Einheit, ja? Du machst da einen Teil dieses Programms. Aber da haben auch viele meine Freunde und meine Eltern mit zu tun, ja? Dass ich so bin, wie ich bin, weil meine Mama hat mich nie versteckt. Die hat mir immer gesagt, hey, du musst rausgehen, dich zeigen. Am Leben teilhabe. Und das ist auch sehr wichtig. Ich bin auch stolz darauf, dass ich so selbstständig in Böblingen leben kann und nach meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten bin ich sehr stolz darauf, dass ich so leben kann und das macht auch nicht jeder. Ja. Und ich bin eigentlich glücklich und zufrieden, wenn ich rausgehen kann, wenn ich mein Ding machen kann, wenn ich selbstständig ins Kino gehen kann und einfach meinen Alltag leben kann, ja? Also Inklusion leben kann, ja. Und ich bin das gute Beispiel daran, dass Inklusion auch noch anders geht. Genau. Und nicht nur im geschützten Rahmen, wo alle versteckt sind, sondern ich gehe raus und zeige mich. Deswegen habe ich ja auch meinen YouTube-Kanal, um einfach die Leute mal ein bisschen was zu zeigen von mir, hey, das bin ich, das mache ich und ich gehe jetzt in Urlaub und ich nehme euch jetzt einfach mit, ja. Dazu habe ich auch ein Video gemacht und ja. Sag mal, wenn man Gerard kennenlernen will, zufällig, habe ich ja vorhin schon gesagt, geht man in Böblingen ins Café Kaktus und da kann man den Gerard einfach so auch treffen. Und das ist genau, Gerard, was du sagst, das ist das Allerwichtigste. Man muss niemanden verstecken, egal welche Krankheit, welche Einschränkungen er hat, welche Meinung er übrigens auch hat, also auch politisch. Ja? Auch wenn mir eine Meinung vielleicht politisch nicht gefällt, dann höre ich sie mir trotzdem an und diskutiere damit. Und ich glaube, das ist ja das, was uns beide auch verbindet. Wir haben keine Angst, dass, so wie wir sind, ja? Mit all unseren Stärken, Schwächen. Und ja, das ist, glaube ich, das, was du ja auch mitgeben willst. Ja? Zum Beispiel in der Politik gibt es ja auch jemanden, wie heißt der, Schäuble? Wolfgang Schäuble, sitzt ja auch im Rollstuhl und dem geht es vielleicht manchmal auch so. Ja, ja? Klar. Und ich finde es einfach schade, dass die Leute uns keine Chance geben. Ja? Ich sehe es in der GmbH, wo dann immer gesagt wurde, du arbeitest hier und kriegst dein Geld, aber ich tue nichts. Ja? Gerade in der Corona-Krise habe ich es verstärkt gemerkt. Ich war knappes Jahr zu Hause, oder halbes auf jeden Fall, wo ich einfach gemerkt habe, ich sitze nur rum und ja, jetzt auch in der Werkstatt, dass ich einfach nichts zu tun habe. Und es geht mir einfach nicht darum, ums Geld, sondern einfach, dass ich was zu tun habe. Genau. Und ich glaube, das will ja jeder von uns. Also auch, glaube deine YouTube-Follower, jeder will ja eine Aufgabe haben. Jeder Mensch. Ja? Und ich glaube, da darf man auch keine Abstriche machen. Aber Gerard, ich will dir auch, glaube ich, mitgeben, ich glaube, wir haben ja schon jetzt auch viel erreicht. Also ich weiß, du bist noch nicht zufrieden mit allen Sachen, aber ich glaube, so wie wir Inklusion auch jetzt hier in Deutschland leben und was wir auch schon gemacht haben generell, um eben die Menschen mehr ins Leben zu holen. Ja. Ja. Ich glaube, deswegen habe ich ja gesagt, vor 20 Jahren hätten wir, glaube ich, andere Diskussionen gehabt. Genau. Aber jetzt heißt es eben nicht Stillstand, sondern weiterzugehen. Und ich versuche dort, wo ich in Berlin, gerade jetzt auch beim Thema Arbeit und Soziales, das ist ja mein Arbeitsgebiet in Berlin, dass wir da auch weiter für euch kämpfen, aber nicht kämpfen, um etwas besser zu machen, sondern dass ihr mehr Freiheiten habt, euch so zu entwickeln, wie ihr wollt. Das ist. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, weil ich glaube, jetzt ist unsere Zeit auch schon langsam rum, dass
wir jetzt mal wirklich probieren, was auch für dich ganz arg spannend wäre, eben ein Praktikum zu machen. Ich möchte, dass meine YouTube-Abonnenten einfach mal ein bisschen nachdenken und vielleicht kennen sie ja irgendjemand, wo beim Radio arbeiten oder mir irgendwelche Möglichkeiten schaffen können, dass ich mal einen Termin kriege und dass wir beide dann einen gemeinsamen Termin machen, wo wir einfach uns treffen und dann mit denen gemeinsam alle zusammen sprechen. Das würde ich mir wünschen. Also für mich jetzt, außen vor von der GmbH und so, weil die müssen für sich auch ein bisschen kämpfen. Genau. Ich glaube, was auch wichtig ist, die GmbH macht auch einen super Job, aber du willst jetzt einfach noch einen Schritt, wo du sagst, da willst du dich jetzt auch nochmal verwirklichen. Und deswegen glaube ich, kann man das auch nur gemeinsam machen. Ich möchte mich einfach mal bei beweisen, einfach mal meine ganzen kennenlernen, weil ich sage immer, wenn du das nicht ausprobierst, kannst du nie sagen, ob das funktioniert oder nicht. Weil guck mal, mein Papa, der arbeitet als Ingenieur, der hat viele Leute unter sich und macht und tut, ja. Und ich auch viel unterwegs. Und er ist jemand, wo mir eine Chance geben würde, weil er erstens mein Papa ist und zweitens, er wird es wahrscheinlich erst mal ausprobieren. Aber ich verstehe von der Materie nichts. Also, genau. Ja? Das macht ja keinen Spaß. Genau. Das ist auch richtig so. Du musst dann immer studiert haben und ja, das möchte ich gar nicht. Ich möchte mich einfach nur wirklich sagen, ich möchte mich ausprobieren und sagen, hey, Leute, guck mal her, das kann ich. Ja, probiert's aus. Moment. Also, das ist auch ein guter Punkt, probiert's aus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Dann sagen wir jetzt ganz liebe Grüße aus Böblingen und alles Schöne. Und vor allem, wir gehen jetzt an das Thema ran, Gerard, und bleibt alle gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.